Cheerio, meine Freunde, willkommen zurück zu Pokémon Smaragd Revanche-Schlag. Oh yeah. So, wir machen uns auf den Weg nach Seekrasse City, weil ich Items kaufen will. Und ich habe vergessen, Manu schon wieder von der Spitze zu nehmen. Mann! ich will TMs kaufen, deswegen. Natürlich werden wir da auch den letzten Kampf gegen Maike treffen. Ich glaube, das war einfach die Sache in der dritten Generation, die man auch am meisten kritisiert hat. Das mit dem, mit dem Rivalen einfach so, ja, was soll man sagen, bescheuert lief. So, weiß mal den hier. Bams. Manno, unser Gold King jetzt. Boah, wollte ich gerade einschläfern, Mann. Nom, 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 nom. Stimmt, Pekko hat ja die Überreste. So, Surfer und... Ich versuch's nochmal. Oh. Die hat... Guck mal, ich bin schon so von dem Schutzschild genervt, dass mein Pet zu Boden fliegt. Ah. Also die Attacke Schutzschild ist in vielerlei Dingen echt nützlich, ja? Wenn man zum Beispiel so an Doppelkämpfe denkt, dass der Gegner da irgendeine doppelte Attacke ansetzt, die auch den eigenen Partner trifft. Ich muss mich mal kurz entschuldigen, mein Mikrofon hat heute eine ziemliche Schlappphase. Meint die ganze Zeit runterfallen, also runtersinken zu müssen. So, was war's? Jetzt kannst du mich mal. So. Jetzt kannst du mich aber mal, jetzt hab ich keinen Bock mehr einzuschläfern. Tada! Schuppi! Pekko ist verwirrt. Ja, ja. Ernsthaft? Was ist denn das für eine Taktik, bitteschön? Schutzschild, Schutzschild, Mondschein. Wirklich? Gut, weiter geht's. Schön. Bam! Surfer. Alter, Schuppi hat so gut wie überhaupt keine Verteidigung, wenn das man so ansieht. Auch Pekko auf die ganze Zeit selbst zu schlagen. Oh, wie viel zieht er ab? Boah. Groll. Kannst auf Pekko keinen Groll machen. Der hat nämlich noch kein einziges Mal richtig angegriffen. Und da kommt wieder das Kack-Schutzschild. Pam. Tschüss, Schuppe. Ach, Pekko, das wird irgendwie nichts. Irgendwie wird das nichts für dir heute. Dreimal sich selbst geschlagen ineinander. So, du machst einfach mal hier die Hornattacke. Dich tauschen wir tatsächlich mal gegen Knuffel aus. Komm her. Hm. Boah. Schutzschild spam, Schutzschild spam. So, hier, bitteschön. Oh Gott. Ey, ernsthaft. Was soll das denn für eine eklige Strategie sein? Naja, macht kein Schutzschild. Weg. Ganz ein Schutzschild, Schutzschild, Mondschein. Bam, bam, bada. Und dann kommt Papinella. Und das Üble ist, Papinella kriegt jetzt voll den Walzer ab. Tschüss, Papinella. Moment, Moment. Sehr schön. Das waren die beiden Herrschaften hier. Bam, bala. So. Jetzt aber. Ich pack Smokumuri nach vorne. So, junge Dame. Hi.
So da ist Trainer, an die wir uns damals vorbeigeschlichen. Aua, Mann, was ist denn los heute? An dem wir uns vorbeigeschlichen haben, als wir zum Pyroberg gegangen sind, um Pokémon zu fangen. Ach, da habe ich eine perfekte Taktik gegen Kecleon. Erstmal der Lebensschütze natürlich, auf wie er daneben geht. Ja, Kratorios und war das ja mal eine Leerrunde. So. Erstmal setzen wir den Lebensschuss ein. Dadurch sollte eigentlich Kecleon zu einem. Ja. Wird Kecleon zu einem Boden-Pokémon. Nein, ich wollte doch eigentlich so einsetzen. Da habe ich so schnell gedrückt. Klick, klick. Ich lasse jetzt auch Smokmuri vorne, damit der sich zu Dings entwickelt. Zu Sumpex. Sehr schön. Smokmuri Level 34. Es gibt kein nächstes Mal, doch im Grunde schon, wenn ich trainieren muss wieder. Stimmt, wir haben die Safari-Zone hier ja noch. Die ist mir total entfallen. Wir können uns tatsächlich noch Pokémon fangen. Ich bin gerade etwas schockiert, ehrlich gesagt. Wie konnte ich das denn vergessen? Hallo. Ach ja, wir brauchen einen scheiß Pokeriegel, um da reinzugehen. Ach Gott. Ja gut. Wir müssen uns jetzt eine Pokeriegel-Box besorgen. Das werde ich dann aber offscreen machen, dass ich die Pokeriegel-Box besorge und Pokeriegel herstelle. Damit wir dann... Ja. Und Pokémon fangen können in der Safari-Zone. Obwohl ich mir angucken muss, wie die aufgeteilt ist. Wenn das ein Riesengebiet ist, dann werden wir natürlich nur ein Pokémon fangen dürfen. Wenn es wieder unterschiedliche Areale sind, darf man mehr fangen. Das muss ich mal reinziehen. Das war ein Volltreffer bei Letarking mit Rasierblatt. Ernsthaft. So, Letarking ist auch verwirrt. So, lass mal Letarking jetzt dingsbumst. Faulenzt werde ich jetzt einfach mal Pokémon austauschen. Weil ich keinen Bock habe auf Verwirrung. Pum. Ja. Aua. So, hier. Und da der Liebe wahrscheinlich vielleicht Konter macht, werde ich Surfer einsetzen. Und tschüss. Oh, aber erst muss er durch Filterung durch. Ja, bedank dich bei deiner Junior-Partnerin. So. So. Faulenz. Surfer! Puff. Weg war der Tacking. Puncher Level 35. Ja, das ist aber nicht verwunderlich. Wenn man bedenkt, dass er Wiebke ganz alleine geplättet hat. So. Nein! Wir haben ja schon Pokémon gefangen. Oh geil, gab sogar Kanimani. Ich glaube, Miraplasmano haben wir ja gleich bekommen, ne? Nee, Pöllchen. Oh, Pöllchen. So. So, sorry. Jetzt hätte ich erstmal ein paar Leute noch überspringen wieder, weil wir ja nach Seekras unbedingt wollten. Und bevor ich ins Einkaufszentrum muss, müssen wir erstmal Maike besiegen. Und deswegen... Ja, zwei, ernsthaft. Ah,
haben wir zwei Züchter mit unterentwickelten Pokémon. Wo ein Surfer aber trotzdem nicht reicht. Aber wir haben hier noch Rasierblatt. Komm weg. Bomb weg. Bomb weg. Bomb weg. Burp, burp. Muss aber ehrlich gestehen, dass ich jetzt eigentlich auch mal wieder Bock hätte auf eine Soling. Das Problem ist nur, wenn die Leute fehlen dafür, weißt du? Ach. Das ist natürlich was anderes. Rasierblatt. Schwingerl. Pop, Bomb. Und da kommt Tropius. Oh. Hatte ich ganz verpennt gehabt, ey. Glück, Smogmuri, Glück. Komm mal, du darfst jetzt ran. Und hier. Pam! Giftpuder auf Tropius. Damit er regelmäßig Schaden bekommt. Warte, dann hat der Kopfnuss gegen Morabe gemacht. Warum? Das ist voll sinnfrei. Bam! Macht natürlich dem Tropius nicht wirklich was aus. Da, 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 da. So, Säure. Nom, 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 nom. Auch nicht schlecht. Für jedes Mal, wenn es getroffen hat, kriegt sie Gesangboost. Nom, 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 nom. Das hinsetzen mal wieder. So, was kommt jetzt? Frieselbleeds. Hallo Frieselbleeds. Aua. Da kommt die Überreste. Alle heilen sich hier. So, Reisierblatt. Naja, aber Trupp ist das gleiche Ergebnis. Fritzelblitz ist fast ein One-Hit. Wird aber, denke ich, jetzt mal durch die Säure besiegt. Genauso wie Tropius. Tschö! Manu musste sich natürlich jetzt noch gerade mal für alles wieder heilen. Tap, blab, so. Rattenmüller. Was ist das denn für ein Name? Rattenmüller. Ey, ich liebe Fahrräder, du heißt jetzt Rattenmüller. What? Komm ich an dir vorbei? Guck nach unten, guck nach rechts. Nein! Och man, wenn wollte ich einen Doppelkampf machen, du Blödmann. Bam, bam, bam. Ich wollte eigentlich einen Doppelkampf machen, du Blödmann. Oh yeah. Oh, kein Problem. Lehmschuss. Das sieht immer so ein bisschen falsch aus, weil es Morabe sieht dabei aus, wenn es irgendwie rausdrücken muss. Ach ja. Er hat vergessen. Aha. Natürlich. Also den Kampf gegen Maike werden wir heute definitiv noch machen. Das ist, steht in Stein gemeißelt. So. Badadada. Hallo Tengulist. Das ist weniger toll.
Komm, Knuffel, du hast Fliegen. Du kannst jetzt mal eine Runde fliegen. Bam! Wachstum. Ah, heute ist ein Tag, wo ich alles aufnehme. Also alles aus Skyrim. Skyrim hat immer so am Sonntag seinen eigenen Tag. Weil die Folgen lang sind und ich einfach dafür meine Ruhe brauche. Und ich meistens dann auch keine Lust habe, davor oder danach noch irgendwas anderes aufzunehmen. Also wird heute Pokémon aufgenommen. Dead Maze und They Leviathan. Ja, ja. Aua. Tschüss. Ja, Sternschauer ist zwar immer Treffattacke, aber nicht, wenn das in der Gegner fliegt. Miau. Komm hier. Bam. Bam, 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 bam. Level 35 für Smoke Muri. Level 34 für Knuffel. Wunderbar. Nein! Warum guckst du denn plötzlich nach unten? Warum guckt ihr denn ganz plötzlich nach unten? Hallo Krakelo. Alter, der Pokéball voll schwarz. Denkst du, das Pokémon ist gestorben schon oder so? So. Nein, ich brauche einen Paraheiler. Ja, oder? Das ist aber unschön. Das kannst du nicht bringen, mein Freund. Das kannst du nicht bringen. Lebensschuss. Dann schwimmen wir nochmal, Jaula, komm. Ja. Ich hoffe, ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir schneller sind. Ja. Und tschüss, Krakelo. Hallo, Montia. Montia, Montia. Aua. Lebensschuss. Ja, machen wir mal einen Aufruhr. Surfer. Bam, bam, bam. Und Stärke. Haben wir ihm alles entgegengeschmissen an Attacken, die wir hatten. Naja, die Sache auch, warum ich Smoke Muri jetzt einfach entwickeln will, ist die Sache einfach, dass ich den Rahmen dann endgültig ändern kann. So. Und damit sehen wir einen Seekross. Ich glaube, auf Englisch hat das echt einen schönen Namen irgendwie, oder? Und dann kommt Seekross. Ulp. Ulp. Bam, bam, bam. Heilung der Pokémon. So. Tschüss. So, und was für TMs ich dann gekauft habe, das mache ich auch offscreen. Das werde ich euch beim nächsten Mal sagen. Ach, doch, da vorne steht sie, ja. So, Leute, los geht's. Ja. Wie die vor den Türsteher da vor dem Einkaufszentrum machen, wo ich denke, so alte. Ich will einkaufen, geh weg. Dam, 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 dam. Tropius. Natürlich kommst du mit Tropius als erstes an. Das ist gar nicht so toll. Das nervt mich ultramäßig voll. Geh mal weg mit deinem Pokémon, denn das nervt mit dem Zauberer. Aua. 4. Säure. Alter, was ein rundes Tier. Da hat sie eine Flugattacke. Nö. Auch nicht mit Lotropius. Ich weiß, dass es irgendwann mal Luftschnitt und Windschnitt kann und so, aber wann? Kein Plan. So, tschüss, Tropius.
War nett mit dir. Es war nett. Jetzt müsste sie eigentlich Igelava reinstecken. Nee, Pilippa kommt. Okay. Ich auch kein Problem mit. Knuffel macht's, du bist dran. Los geht's, Knuffel, hau rein. Oh Gott. Hängt schon an hier, wa? Du hast noch nicht mal was gemacht. Du hast noch nicht mal Superschall oder so gemacht. Der nützt doch Schutz nichts. Alter, das ist ein fucking Ernst. Dreimal. Alter, die. Entschuldigung. Guck mal, das ist so langweilig. Ich gehe schon. Spammerei ist so langweilig. Alter. Oh, warum habe ich keine Elektro-Attacke oder Gesteinsattacke? Komm schon. Das nervt. Lass es sein. Das ist doof. Deine Gefahr. Alter, Knuffel. Oh, Flügelschlag. Schick. Knuffel. Batsch. Es kann sein, dass wir heute eine extra lange Folge machen, weil ich würde sehr gerne, wenn es klappt, hier nach dem Kampf noch ein Pokémon fangen. Wir dürfen in Seegras Ulp City ja noch ein Pokémon fangen, Leute. Also das reicht nicht. Ich wollte gerade sagen, jetzt können wir damit das wieder haben. Nö. Sehr schön, Knuffel. Das hast du wunderbar gemacht. Tschüss, Pilippa. Oh, weißt du, ihr Anfangs-Pokémon, das entwickelt sie nicht, aber Hauptsache Kapaloris, ne? So, ja, Manu. Tschüss! Batsch! So, Säure! Weil, wenn wir Glück haben und dann fangen wir was, dann kann man noch ein neues Pokémon dazu nehmen, ne? Als nächstes müsste Igelava kommen. Da müsste tatsächlich Igelava kommen. So. Tschüss, Kapaloris. Und da kommt Igelava. Tja. Durfte es nicht entwickelt werden, aber. So. Setzen wir Smoke Mori dagegen. Auf Wolke. Surfer, go! Aua. Reicht leider nicht ganz. Ach, das Flammenrad. Das hatten wir. Gerade auch. Pelepop wollt nicht mehr. So. Mano. Smokmuri. Du sollst dich entwickeln. Holstein zurück hier. Warum? Ja, ja, hau ab. So, Pokémon fangen, ab. Und danach noch ein Trainerkampf, weil, wie ich euch gerade gesagt habe, ich will Dings entwickeln und jetzt bin ich falsch gelaufen. Ah. Ich will Smokmuri entwickeln. Hier, jetzt im Partner mit euch. So, Rainer. Ab nach Seegras Ulp City. Komm schon. Oh, hinter die Ursa.
So. Superball, go! Eins. Die Ursache. Was soll denn das? Schläfe ich dich halt erstmal wieder ein. So. Ich glaube, das wird dann heute die längste Folge, die wir hatten. Dun, dun. Schlaf, Bruder! Och. Also, wie gesagt, ich werde offscreen, werde ich mir aus der Wettbewerbshalle den Pokeriegel-Dings holen. Damit wir Pokeriegel machen, damit ich Pokeriegel machen kann. Ja. Werde die Champs kaufen. Werde euch dann natürlich vorstellen, welche ich gekauft habe und wer welche erhalten hat. Samantha, die USA wurde gefangen. Yeah. Teddy Ursa leckt gern seine mit Honig bedeckten Pranken ab. Es bereitet seinen eigenen Honig zu, indem es vom Bierbock gesammelten Früchte und Pollen vermengt. Okay. Ist ja klar, welchen Namen wir da geben, ne? Na. Honey! Genau, mit Doppel-Y. Hä? So, das war das Pokémon. Ja, ja, brauchst einen Plan. Tschüss. So, wie gesagt. Sorry, müsst ihr heute durch. Längere Folge. Wir werden noch Smoke Mori entwickeln. Ohne Wenn oder Aber. Aus dem Weg. Ich weiß, dass der Alte da hinten Voltenso einsetzt. Dum, 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 dum. Also wenn, dann muss das, muss die Folge auch wirklich in Länge, richtig in die Länge gezogen werden, ne? Auf dem kleinen Grasbüschelweg kommt zweimal Pokémon. Grrr. Hi. Ja, ich weiß, dass du ein Voltenso hast. Bitte schick es her, damit ich es besiegen kann und Smoke Mori sich entwickeln kann. Das ist einem noch so ein Gedanken geblieben, so, ja, der hat ein Voltenso. So. Lebensschuss! Pam! Und tschüss! Yay! So, los geht's, Freunde! Smoke Mori entwickelt sich! Bling, bling, bling. Lasse man's Mori wohl zum Sumpex. Ja, ja. So, Leute, das war's dann für heute. Wie gesagt, ich habe euch erzählt, was ich als letztes freien werde. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao.